Es gab eine Kollision, infolge der Kollision eine Explosion und einen Brand. Es gibt Brände auf beiden Schiffen, einen fortgeschrittenen Brand auf dem Frankenberg, das ist das Frachtschiff, und einen Entstehungsbrand auf der Undine. Die Undine ist mit Passagieren besetzt, große Anzahl, und die gilt es zu retten. Und auf der Frankenberg gilt es entsprechend die Brände zu bekämpfen, aber auch dort Personen zu retten. Und das ist also ein erstes Mal, dass wir seit langem wieder mal eine Mainübung machen, auch mit zwei Schiffen. Und wir wollen einfach mal testen, wie funktioniert die Brandbekämpfung vom Boot aus, wie funktioniert dann später auch die Brandbekämpfung vom Land aus, wie funktioniert die Evakuierung, um da einfach Erfahrungswerte zu sammeln, um dann in einer späteren Übung irgendwann noch einmal das Ganze nachzuarbeiten. Es läuft den ganz normalen Weg, es wird Alarm ausgelöst, Vollalarm für die Wehren. Das heißt also, es wird Funkmelder alarmiert, es werden Sirenen alarmiert und die Fahrzeuge fahren dann auch unter Alarmbedingungen, also mit Blaulicht und Sondersignal an, um auch diesen Prozess noch einmal zu testen.